Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Videowochenschau. Landesweit gibt es ein Sterben der Hauptschulen. Doch in Damme sind die Anmeldezahlen konstant, in Lohne steigen sie sogar deutlich. Das ist im Vergleich zu anderen Bundesländern ein sehr ungewöhnlicher Trend. Die Stadt Vechta plant Tempo 30 in allen Wohngebieten und vor Schulen. Gutachter und Verwaltung prüfen die Umsetzung der neuen Verkehrsregelung. Auch die Drewerstraße könnte davon beispielsweise betroffen sein. Weitere Infos zu diesen beiden Themen findet ihr am Freitag in der UV. Und am Samstag haben wir im Sportteil ein großes Interview mit Rastertrainer Andreas Wagner. Und weil es so schön war, schauen wir jetzt noch einmal rein in unsere Live-Schalte vom Balkon neulich beim Rathausempfang. Ich habe wirklich, ihr seid die geilsten Fans der Welt und ihr habt es wirklich heute verdient. Die Urlaubsplanung ist fast abgeschlossen. Eins fehlt noch, die UV muss noch mit. Und wie das funktioniert im Urlaub und wie das ganz bequem möglich ist, auch im Urlaub, das zeige ich euch jetzt. Wählt einfach auf www.ov-digital.de unseren Reiseservice aus, dort den Zeitraum des Urlaubs angeben und schon geht's los. Euren Zugang schalten wir sofort frei und die UV kommt mit in den Urlaub. Im Rahmen vom Pfingstzeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Landkreis Vechta findet ein Wortgottesdienst statt. Am Samstag um 19 Uhr auf dem Gelände der Hauptschule in Damme. Dort wird dann auch die neue Drehleiter eingeweiht. Und in Fisbeck ist Schützenfest. Das offizielle Programm startet am Samstag um 15.15 Uhr mit dem Abmarsch von der Gaststätte Lübberding zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Weitere Infos zu diesen Themen findet ihr dann am Dienstag in der UV. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch eine schöne Zeit.